gregorianisches Aberfieber. Nein, in Finsterwalde ist kein neuer Virus aufgetaucht. Ein Jahr vor dem Sängerfest 2010 gab der Sängerfestverein lang gehütete Geheimnisse preis. Im vergangenen Jahr hatten wir Frau Milster in der Kirche. Dieses Jahr haben wir einen gregorianischen Chor, die Gregorians, hier in Finsterwalde. Das ist ein Zusammenschluss von englischen und amerikanischen Sängern, die diesen Stil des gregorianischen Chorgesanges hier in Finsterwalde darbieten werden. Das ist das Programm für den Freitagabend. Am Samstag steckt natürlich auch eine große Fete. Ich weiß auch schon was. Erzählen Sie es aber bitte selbst. Ja, also es ist nicht nur am Freitag die Gregorians, sondern auf allen anderen Bühnen ist dann natürlich auch noch volles Programm. Aber es stimmt, wir haben für den Sonnabend etwas ganz Besonderes. Wir haben eines von 30 Konzerten der Avamania Cover Show hier in Finsterwalde. Es wird also 30 Konzerte im nächsten Jahr geben und eins davon ist hier in Finsterwalde. Seit Jahren hat jedes Sängerfest ein eigenes Logo mit Wiedererkennungswert. Denn auch beim 10. Sängerfest der Neuzeit stehen die Finsterwalder Sänger im Mittelpunkt. Das 10. Sängerfest, das wollten wir also nicht so sehr hervorheben, aber wer Fantasie hat, kann es ablesen. Aber es ist natürlich auch eine Note, die praktisch so ein ausklappbares Element hat, auf dem die Sänger stehen und ja, mit Fantasie wieder könnte man sagen, das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Vom 27. bis 29. August 2010 wird Finsterwalde wieder zur großen Bühne. Das alles kostet. Und deshalb können schon jetzt Aufkleber fürs Auto und die persönliche Post im Rathaus erworben werden. Wer das Sängerfest 2010 unterstützen möchte, der kann sich auch unter www.finsterwalder-sängerfest.de informieren.